Und damit ein kurzes Hallöchen zurück zu Dragon Quest Heroes. Ja, der Weltenbaum und der Tyrann in der Tiefe oder so. Ja, wir haben das Spiel komplett durch. Ich wollte eigentlich nur noch mal umgucken, was es denn noch so hier geben soll. So, vergiss unseren Schwur nicht. Aha. Haben wir hier denn sonst noch irgendwas? Ey, unsere gesamten Kameraden sind hier, immer noch. Ja, dann sollte es ein leichtes werden. Wenn wir unser altes Team noch haben, ja, dann läuft es. Ich wollte es einfach noch mal mit euch, wollte es einfach noch mal kurz mit euch durchgucken. Und jetzt hier zu der Titeltressentante gehen. Eben für dich, Lukas, noch. Und für andere, die das interessiert. Die Trophäen, die ich hier erlangt habe, ist natürlich die ganz normale Story-Verlauf-Scheiße hier. Die lese ich jetzt nicht vor, die habt ihr sicher alle, wenn ihr die Story durch habt, bis hierhin. Für die, also Lichtgestalt, für den Sieg über Shadrach, den Fürsten der Nacht und damit die Rettung der Welt. Jetzt kommen wir zu den anderen Titeln. Für den Sieg über einen Metallschleim, super. Für den Sieg über einen Flüssigmetallschleim, das wäre wahrscheinlich König Metallschleim oder so. Für den Sieg über insgesamt 10.000 Monster. Die haben wir auf jeden Fall geklärt. Den leider nicht, schade. Aber ich kann mir nur vorstellen, weil das hier das letzte war, ne? Alchemist in Ausbildung für den Versuch eines Zubehörteils mittels Alchemie herstellen. Für dein allererstes Alchemie-Arkel, okay. Was das auch immer da sein soll, also gesagt, ne? Für die Anwendung von insgesamt 1000 Zaubern oder besonderen Talenten. Muss man je nachdem auch erstmal schaffen. Für das Erzielen von insgesamt 100 kritischen Treffern. Kombo-Künstler für das Aneinanderreihen von mindestens 300 Treffern zu einer Combo. Für den Abschluss einer Konzentrationstrainings und das Erreichen super hoher Konzentration. Für das Erreichen von 30 Stunden Spielzeit in einem Abenteuer-Tagebuch. Für die Erweiterung eines Zutatenbeutels auf das höchstmögliche Fassungsvermögen habe ich ein Achievement bekommen. Für das Anwerben von Monsterkumpanen vieler verschiedener Spezies, also mannigfaltige Manege, breit gefächerte Beute, für den Sieg über Monster vieler verschiedener Arten, Gesundheitsguru, für den Erwerb der höchstmöglichen Anzahl der Heilungssteine. Und mein letzter Titel, den ich erreicht habe oder erreichen konnte zurzeit, ist für das Ansammeln von Zutaten vieler verschiedener Arten. Und wenn ich nämlich jetzt noch weitere freischalten würde, würde ich die nicht anwählen. Dann werdet ihr sehen, welche ich neu habe und welche nicht. Wollte ich einfach mal so angemerkt haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie gesagt. Ich habe 28 Titel. Nicht schlecht. Für ersten Run, ne? Klar könnte ich es jetzt 100% durchspielen, wie auch immer. Aber werde ich wahrscheinlich nicht tun. Weil bringt mir ja nichts für Nachfolger, ne? Weil The Witcher 2 zum Beispiel kann man dann auf The Witcher 3 übertragen. Deswegen mache ich ja das mit The Witcher 2 und dann nochmal The Witcher 3 durchspielen. Diesmal nur auf der Xbox One. Dann, ne? Nur, dass ich das mal erwähnt habe. Ich hoffe, wie gesagt, euch hat das Let's Play gefallen und die kurze 4 Minuten Session und tüdelö, meine Freunde.